Hi Leute, es ist Sonntag, ich bin Jasper und das Thema diese Woche ist Testosteronpräparate. Die Jungs haben eigentlich schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann und ich gehe jetzt einfach nur noch mal auf mein eigenes Präparat ein. Ich benutze das Testogel seit fast 7 Monaten. Ich habe damit angefangen, auch mit 50 Milligramm. Bin da bis jetzt sehr zufrieden mit. Ich fand die Geschwindigkeit der Veränderungen sehr angenehm. Ich hatte selten das Gefühl, irgendwie überrannt zu werden von Veränderungen. Man muss einfach wissen, was man möchte. Also für mich ist das Gefühl auch wichtig, das selber in der Hand zu haben. Gerade jetzt am Anfang, wo sich so viel verändert. Und mit der Spritze, also es gibt ja Leute, die starten mit Nebido, dann kommt ja die erste Nebido-Spritze und dann 6 Wochen später die zweite, um das Depot aufzubauen. Und ich hätte einfach das Gefühl gehabt, das nicht in der Hand gehabt zu haben. Also, kriegst du eine große Spritze und dann musst du mal 3 Monate, guckst du dann mal, was passiert. Und ich bin einfach jemand, ich habe dann das Gefühl, ich leiste meinen Beitrag irgendwie dazu, wenn ich täglich schmiere. Jetzt gerade für den Anfang. Das sind die Verpackungen, die meisten kennen das ja. Das sind jetzt 5 Gramm G, 50 Milligramm Testosteron. Ich schmiere mir die abwechselnd auf die Oberarme und abwechselnd auf die Oberschenkel, weil das trocknet die Haut schon extrem aus. Besonders wenn man eh so ein bisschen empfindlich ist, also ich hab super trockene Haut sowieso schon, empfiehlt sich da regelmäßig einzucremen. Ich finde alles mit Urea eigentlich immer ganz ordentlich, was wenn es um Feuchtigkeitscreme geht. Ich werde nach den OPs auch auf Nebido umsteigen, aus Bequemlichkeit, weil alle 3 Monate ist schon ziemlich angenehm. Also ich muss auch sagen, ich bin super vergesslicher Mensch, ich habe noch nicht einmal vergessen, mich einzucremen. Ne? Ja, also wie gesagt, Bequemlichkeit nur alle 3 Monate ist schon echt angenehm. Und ja, das Zweite ist, in Aussicht, potenziell mal irgendwann einen Partner zu haben oder eine Partnerin, hätte ich halt Angst, dass sie irgendwie was abkriegt. Ja, ich weiß, also man schmiert sich morgens ein, weil da der Testosteronwert beim Biomann auch am höchsten ist, dass ich das über den Tag langsam abbauen kann, du abends tatsächlich auch müde bist und nicht ein Ahornchen oder ein Gummiball. Und man darf sich, also laut Anleitung, sollte man sich erst 6 Stunden danach waschen, damit alles eingezogen sein kann. Und ich weiß immer nicht, ich schaffe das denn, glaube ich, nicht, mich denn dran zu denken, dass ich noch duschen muss und auch aus, wie gesagt, Bequemlichkeit. Ich habe auch keine Lust, 3-mal am Tag zu duschen, also morgens vor der Arbeit und dann auch, damit ich abends meine Freundin anfassen kann. Nee, muss nicht. Und deswegen werde ich nach der OP, also Mastek und Hüsso, werde ich auf Nebido umsteigen. Denke ich. Ja, das waren meine Gründe dafür. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Thema und ich wünsche euch einen guten Start in die nächste Woche.